Managua, Hauptstadt von Nicaragua. 12 Grad nördliche Breite, Durchschnittstemperatur tropische 28 Grad. Eine pulsierende Metropole in Zentralamerika. Ein ständiges Auf und Ab zwischen extremer Armut, Optimismus, Geschäftlimacherei und Lebensfreude. Und mit drin der Bauernsohn Urs Bernhard aus Walterswil. Ich bin hier gelandet, vor allem wegen der Arbeit. Managua ist so eine Art Schrebergartenstadt. Das heisst, es gibt kaum Hochhäuser. Es hat viele Erdbeben oder seismische Linien unter dieser Stadt. Das heisst, es wird kaum in die Höhe gebaut. Gerade unter uns sehen wir die Altstadt, die in den Anfang 70er während dem Erdbeben zerstört wurde und sie eigentlich nicht mehr aufgebaut wurde. Diktatoren, Bürgerkrieg und Naturkatastrophen haben Nicaragua in bitterste Armut gestürzt. Hier leben 80% der Leute von weniger als 2 Dollar pro Tag. Viel Arbeit für den Berner Entwicklungshelfer Urs Bernhard. Für die Hilfsorganisation World Vision arbeitet und lebt er ein Jahr in Managua. Auf der Plaza de la Revolución steht die einzige Sehenswürdigkeit der Millionenstadt. Die Kathedrale ist aber seit dem Monsterbeben 1972 einsturzgefährdet. Kaum angekommen, trifft Urs Bernhard auf Strassenkind. Von den Einheimischen werden sie als Abschaum vor Menschheit bezeichnet. Meistens wirst du angebettelt für Geld. Das heisst, sie haben kein Geld zum Essen kaufen oder sie können nicht in die Schule. Und habe sich ein bisschen gefragt, wo sie in die Schule gehen, wieso sie nicht in die Schule gehen. Und der eine hat gesagt, er hat keine Schuhe, kann sich keine Uniform leisten, er kann keine Bücher kaufen. Und das sind so die Antworten, die man meistens bekommt. Ein bisschen, wenn ich so denke, dass meine Kinder in der Schule sind, in einer von der besseren Schulen hier in Managua, und man vergleicht das Alter und ich frage sie, kannst du mir vielleicht schnell lesen, was da oben steht? Und die können es nicht. Ja, frage mich natürlich. Und sehe auch die Ungleichheiten, oder? Und das ist eigentlich schon noch. Hallo. Ja, das geht einem schon noch nach. Der Papi holt den vierjährigen Sohn Elia im deutschen Kindergarten persönlich ab. Willst du es noch fertig machen? Hä? Wollen wir es verräumen? Ja, auch. Der Elia und der Zweiklässler Kian können sich nicht beklagen. Hier schickt nämlich auch der Präsident seine Urgrosskinder in die Schule. Hey, laufen kommt Managua aber nicht in Frage. Denn der Verkehr funktioniert in Nicaragua nach seinen ganz eigenen Gesetzen. Der Verkehr fordert ein bisschen Aufmerksamkeit und aber Verkehrsregeln sind zum Teil etwas willkürlich. Im Moment ist ein kleiner Verkehrsraum, die drehen den Ausweis weg. Genau, am Wochenende sind wir über Land und da ist mir der Ausweis abhanden gekommen. Und eigentlich zu Recht, aber wenn natürlich 99% irgendwie gegen die Regeln fahren, ja, dann gewöhnt man sich ein bisschen daran. Aber wenn man sich glaube ich, an die Regeln halten will, dann würde ich heute Morgen noch vor meinem Haus stehen, weil ich nicht rauskomme. Den Bus direkt beim Polizist zahlen geht es nicht. Als Massnahme gegen die Korruption wird der Ausweis auf der Stelle eingezogen. Zurück gibt es ihn nur gegen Bezahlung auf dem Polizeiposten. Zudem aber später. Der studierte Sozialanthropologe wohnt mit den beiden Söhnen Elia Fifi, Kian Achti und seiner Frau Madie in Carretera Sur, im Wohnviertel der gut betuchten Leute in Managua. Familienidylle, geschützt hinter dicken Mauern. Wie heisst das? Also die Mauern, die unsere Siedlung herum sind, ist ein Condominio. Das heisst, es sind mehrere Häuser. Es hat einen Eingang, ein Tor, einen Wachmann. Und ist relativ wichtig, wenn man denkt, dass in den ersten Nächten ein bisschen umgeschossen wurde wegen Einbruchversuchen und so weiter. Und man hört auch immer wieder von Leuten, wo es Einbrüche gibt und so fort. Und dann fühlt man sich schon ein bisschen sicher und schläft ein bisschen ruhiger zur Nacht. Wobei das noch lange nicht bequem heisst. Möblierte Häuser sind in Nicaragua keine Garantie für Komfort. Kein Heimweh nach dem Schweizer Standard. Eine lange Zeit die habe ich eigentlich kaum. Es gibt so Sachen, die ich wieder vermisse, eben, dass man mal frei bewegen kann, dass man in den Garten kann, kann laufen, Velofahren, säckeln oder irgendetwas, was hier also kann man auch machen, aber halt immer so ein mit einem mulmigen Gefühl im Hinterkopf. Bei so viel Programm bleibt wenig Zeit für Gedanken an die Heimat.
Einkaufstour auf dem Roberto Wembes Merit, einem gigantischen Bazar. Hier gibt es so alles zu kaufen, was das südamerikanische und das westliche Herz begehrt. Bei dieser riesen Auswahl an Fleisch macht sogar der Sohn eines Oberaargauer Biobauer für ihn ungewohnte Entdeckungen. Hirne, Zunge, Augen. Augen kennen wir nur aus Indiana Jones für Suppe. Die Leute kaufen hier ein. Ich würde hier nicht unbedingt Fleisch einkaufen. Aber man findet hier alles, was mein Grossetti isst oder gerne hat. Von Gnagi, Innereien. Aber ehrlich gesagt, die Esskultur ist bei mir nicht gerade so auf dem ersten Platz. An einer meritfrischen nicaraguayanischen Nationalfrucht kommt der Urs Bernhard aber nicht vorbei. Und dann gibt es da ja noch die Verkehrsbusse. Weil die 8 Franken noch nicht bezahlt sind, ist auch der Fahrausweis seit gut einer Woche eingezogen. 3 Stunden Spiessroutenlauf auf der Verkehrspolizei. Sehr geduldiges Volk. Und das ist etwas, was ich sehr gut lernen kann. Geduld. Eine ungute Vorahnung. Bürokratie in Nicaragua ist nämlich so haarsträubend, dass sich die Polizei selber dafür schämt und nicht will, dass ein Filmteam Zeuge davon wird. Der Schweizer Journalist fliegt kurzerhand aus dem Posten. Wie ist jetzt gelaufen da innen? Super. Ausweis ist noch nicht da. Ich habe von der Fackel bekommen. Mit dem kann ich ja, noch am 10. Oktober rumfahren. Und also muss ich 10 Tage noch einmal vorbeikommen und schauen, ob er da ist. Und wenn nicht, halt noch einmal warten. Aber das gehört dazu, zum Leben hier, zum Arbeiten hier. Zeit, Geduld. Wegen dem sind wir ja schlussendlich auch hier. Oder auch ich.